Backen mit Melanie. Käsekuchen mit einem Teig ohne Boden. Da bleibt kein Krümel mehr übrig. Heute habe ich große Lust auf einen leckeren Käsekuchen. Hier habe ich für euch die Zutaten aufgeschrieben. Deutscher Käsekuchen. 100 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, 250 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 6 Eier, 1 Kilogramm Magerquark, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Backpulver und 2 Prisen Salz. Als Kind habe ich mich jeden Sonntag auf den frischen Kuchen meiner Oma gefreut. Sie backt herrlichen Käsekuchen, wunderbar cremig, locker und saftig. Ja, ihr merkt schon, mein Lieblingskuchen ist immer noch der Käsekuchen meiner Oma. So, jetzt fangen wir an zu backen. Bitte stellt euren Ofen auf Ober- und Unterhitze und heizt den Ofen auf 170 Grad Celsius vor. Wir wiegen 100 Gramm Mehl ab und geben es in die Rührschüssel. Falls ihr keine Küchenwaage oder einen Messbecher habt, dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt ganz einfach 10 Esslöffel Mehl in die Rührschüssel geben. So gelingt es ganz sicher auch. Nun nehmen wir 250 Gramm Zucker oder 16,6 Esslöffel, also ein bisschen weniger als 17 Esslöffel. Etwas mehr schadet nicht und macht den Kuchen ein wenig süßer. Jetzt noch ein Päckchen Vanillezucker hinzugeben, so macht es meine Oma. Wenn ich ihn selbst backe, gebe ich 4 Päckchen Vanillezucker hinein. Ich liebe den Geruch und den Geschmack von Vanille. Jetzt gebe ich 2 Prisen Salz hinzu, für den abgerundeten Geschmack. Mit einem Löffel mische ich die Zutaten. Rühren, rühren und auch am Rand rühren. Wenn ihr den Löffel gerade haltet und von oben in die trockenen Zutaten bis zum Boden der Rührschüssel geht, hört ihr ein leckeres Geräusch. Das Knuspern des Zuckers, das mich immer an sündhaft leckere Streusel erinnert. Ich liebe es. Wenn ihr das Knuspern an jeder Stelle der Rührschüssel hören könnt, habt ihr alles gut vermischt. Als nächstes schneide ich die 200 Gramm Butter in kleine Stückchen. Am besten gelingt es mit Butter, die Zimmertemperatur hat. Nun darf auch die Butter zu den anderen Zutaten in die Rührschüssel. Wir bereiten eine Springform vor. Entweder fetten wir die Springform mit Butter ein oder wir legen die Form mit Backpapier aus. Ich benutze niemals Spray, um die Springform einzufetten, sondern immer nur echte Butter. Falls ihr Backpapier verwendet, gebt, bevor ihr das Backpapier in die Springform hineinlegt, ein paar Tropfen Wasser in die Form. So bleibt das Backpapier besser haften und es ist einfacher, die Form damit auszulegen. Der Vorteil von Backpapier ist, dass der Kuchen einfacher von der Form zu lösen ist. Der Nachteil ist, dass das Backpapier Muster auf dem Kuchen hinterlassen kann. Alles gut vermengen, bis ihr eine Masse habt. Danach brauche ich 6 Eier. Ich gebe erst 3 Eier hinzu, vermenge alles und dann gebe ich die nächsten 3 Eier hinzu. Durch die 6 Eier geht der Kuchen beim Backen wunderbar hoch. Es ist jedes Mal schön zu sehen, wenn er beim Backen größer und größer wird. Denn erst wenn der Kuchen so richtig aufgegangen ist, wird er wirklich gut. Nachdem wir die Zutaten mit dem Handrührgerät zu einer gleichmäßigen Masse gut verrührt haben, geben wir den Magerquark hinzu. Insgesamt verwenden wir 1 Kilogramm Magerquark. Damit sich alles gut vermischt, gebe ich den Quark nach und nach hinzu. Lecker, wie das duftet. Die letzten beiden Zutaten sind Zitronensaft und Backpulver. Zuerst den Esslöffel Zitronensaft unterrühren und danach das Backpulver. Alles noch kurz durchrühren und fertig. Wir gießen den Teig in die vorbereitete Springform und schieben das Ganze in den Ofen. Bei 170 Grad Ober- und Unterhitze ca. 50 Minuten backen. Jeder Ofen ist ein wenig anders. Meine Oma backt bei 170 Grad ca. 50 Minuten lang.
Ich hingegen backe nur bei 150 Grad Ober- und Unterhitze, aber dafür 70 Minuten. Aber die meisten meiner Freundinnen backen den Käsekuchen ebenfalls bei 170 Grad 50 Minuten lang. Falls ihr seht, dass euer Kuchen zu braun wird, könnt ihr die Oberfläche des Kuchens einfach mit Alufolie abdecken. Damit verhindert ihr, dass der Kuchen zu dunkel wird. Ich liebe es, wenn der Kuchen goldbraun auf der Oberseite ist. Um zu überprüfen, ob der Kuchen fertig ist, könnt ihr einfach ein Holzstäbchen in die dickste Stelle des Kuchens stechen. Wenn nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt, dann ist der Kuchen fertig. Habt ihr kein Holzstäbchen zur Hand, nehmt einfach eine Gabel. Das geht auch. Der Kuchen muss nicht perfekt aussehen. Wichtig ist, dass ihr Spaß beim Backen habt und ein leckeres Ergebnis erzielt. Wenn der Kuchen fertig ist, lasst ihn im Ofen abkühlen. Wenn er langsam abkühlt, bilden sich keine Risse und er fällt nicht so stark zusammen. Fertig abgekühlt stellt ihr den Kuchen dann in den Kühlschrank. Er hält sich generell 3 Tage, wenn man ihn lässt. Wobei ich finde, dass er am 3. Tag am leckersten schmeckt. Und dann wird es wieder Zeit, neuen Kuchen zu backen. Ein Tipp: Falls ihr eine glatte Oberfläche ohne Risse haben wollt, fettet die Form großzügig mit Butter ein, sodass der Kuchen beim Hochgehen nirgendwo hängen bleibt. Nachdem ihr den Teig in die Form gegeben habt, lasst den Teig im Kühlschrank etwas ruhen. So können kleine Luftbläschen nach oben aus dem Teig hochsteigen und ergeben keine Risse während des Backvorgangs. Aber ich liebe die kleinen Risse an der Oberfläche und den leicht herzhaften Geschmack, der dadurch an diesen Stellen entsteht. Einfach himmlisch. Außerdem sieht es so auch wie selbstgemacht aus, nicht wie ein Fabrikkuchen aus dem Supermarkt. Ihr könnt den Teig auch in Muffinform geben und kleine Käsekuchen-Muffins backen. Dann backt ihr die Muffins bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 20 bis 25 Minuten. Wenn ihr noch weitere köstliche Rezepte zum Nachbacken haben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Backen mit Melanie.